Welcome to Pattaya. Hier ist die Naughty and Spicy Massage. Boom, boom. We want to have a threesome. Von der Pattaya passiert, bleibt in Pattaya. Hallo, I'm not in Thai. Ich hätte extrem Bock, muss ich einmal ehrlicherweise so sagen. Hier gibt's ohne Witz gefühlt alles in der Apotheke zu kaufen. I need testosterone to check. How many do you want? Alter Schwede, Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute ist Silvester, wir nehmen euch durch Silvester mit und ich kann euch nicht verraten, Alter, was heute abgehen wird, weil ich selbst noch nicht weiß. Freunde, wir haben uns den Schal geworfen. Was sagen wir zum Outfit? George, was sagen wir? Werden heute so Partys gerissen? Also Leute, ohne Witz, wenn ihr wüsstet, wie das hier abgeht, Freunde, mit den ganzen Thais und so, das ist schon eine ganz andere Welt einfach. Ich hab's gefunden. Bitte. Digga, der. Leute, was wir gerade suchen, es gibt hier angeblich so ein Parfum, was einfach mal 1 Euro kostet. 40 Baht. 40 Baht so ein Parfum, Junge. Das ist schon bodenlos geil. That's not for me, right? No alcohol. Not good, diese. Ich weiß nicht, aber ich glaube, wir werden heute sober bleiben. Ich weiß nicht, ob es gut ist oder schlecht, aber es riecht ehrlich nicht schlecht. Riecht ehrlich nicht schlecht, riecht ja, mal. Riecht gut, gell? Jetzt wisst ihr, wo es gute Parfums gibt. Ich soll nach Thailand fliegen. Perfekt. Alter, habe ich das vermisst, man. Sushi so lange nicht mehr gegessen. Wir haben übrigens weiters auch hier Fleisch, was wir uns hier reinballern. Einfach da reinleeren und dann wird das so gegartmäßig. Und ich schwöre es euch, hier ist sowas so selten und deswegen kann ich das gerade so hart genießen. Das ist insane. Later. Das ist schon drauf, gell? Scheiße. Leute, hier ist die Naughty and Spicy Massage, die wir uns definitiv nicht later gönnen werden. Ist es gut? Leute, er will, dass wir es filmen. What should we do? Inside body to body. Sophie massage and a shower and a boom boom. Boom boom. Inside, yeah, boom boom. Happy. Inside. Very happy. He wants to have a threesome. No. Aber angeblich soll es hier am Strand richtig zugehen. Deswegen werden wir dorthin schauen und hoffentlich ein paar coole Eindrücke sammeln. Freunde, wir haben es verdammt nochmal 10 Minuten vor 0 Uhr. Und ich stehe hier zwischen Milliarden Menschen. Wir haben uns alle verloren, dementsprechend. Ja, weiß ich nicht, was das jetzt für ein Silvester wird, Freunde. Ich habe keine Ahnung, wo die anderen sind. Das Problem ist, das Internet funktioniert hier nicht. Dementsprechend weiß ich jetzt nicht, was ich tun soll. Aber ich bin gerade mit so einem Moped-Fahrer 20 Minuten durch die Gegend gefahren. Ich habe kein Internet. Mein Handy ist fast leer. Ich weiß nicht, wo Manuel ist. You speak German? Flick me. Fick mich heißt das. What can we do? I'm alone here. Boom, boom, boom. You are here for boom, boom, boom. Yeah, man. That's good, brother. Freunde, die Hoffnung stirbt zuletzt, Alter. George hat's, glaube ich, geschafft, Leute. George! Bro, was war das? Bruder, das ist schlimm. Das Scheiß. Ja, konnte nicht George, wir müssen uns beeilen. In 5 Minuten ist Silvester. Ja, ja. Ab zum Strand jetzt. Alter, ich sag's euch, das ist das Schlimmste ever. Schaut euch das mal an, Alter. Da sitzen ohne Witz eine Milliarde Menschen. Und das Beste ist, dass wir unseren Kumpel verloren haben. Marschberger! Hey! 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 Yeah! Hey! Was ist das hier? Marschberger! Leute, 10 Sekunden, dann startet das Jahr 2024. Naja, frohes Neues. Frohes Neues, Digi. Leute, auch an euch frohes neues Jahr. Ich wünsche euch ohne Witz nur das Beste im Jahr 2024. Mögen alle eure Ziele, eure Träume und Wünsche wahr werden, Freunde. Lasst uns zusammen dafür trainieren, arbeiten und Gas geben, Freunde. Küsse eure Herzen, mal schauen, was jetzt heute noch abgeht. So, Freunde, wir sind jetzt im Club angekommen. Ich weiß nicht, ob man uns hört, aber da ist der Herr Maschinenberger. Wo die Partei passiert, bleibt die Partei. Hallo! Ich hab keine Ahnung, was die Alte labern. Marschberger und sie haben auch schon Bekanntschaft gemacht.
Hey, alles fit, Mann. Alles fit. Ich war auch mal stabil, aber ich habe alles weggesagt. Ja, nee, das war gut. Wollt ihr was sagen, wenn ich kann, zu dem ich Video? Ich grüße meine Oma. Ich grüße meine Oma. Hey, auch. Du. Auch groß von uns. Es war auch ganz egal. Hey, Leute, ich liebe euch ohne Witz. Das war Silvester, meine Lieben. Ja, kann man machen. Kann man machen, Freunde. Peace. So, Freunde, ein neuer Tag ist angebrochen, Alter. Die Haare danach schon zerstört. Es ist bodenlos. Schauen die zwar immer aber drauf geschissen. Wir werden jetzt Pushballern mit einem Kollegen zusammen, Freunde. Ich bin sehr hyped. Habe die Ehre. Wie geht's? Alles klar? Ja. Was das? Das war so die legendäre Story. Es ist 3 Uhr morgens, so. Ich denke mir so, bah, Mann, das ist heiß, ich muss nur mal die Klimaanlage anschmeißen. Schau raus, ist er weg auf einmal. Echt? Bei einem Tinder-Date. Oh! Welcome to Pattaya! Im Dezember 2019 bin ich nach Bangkok und dann ist ja direkt die Pandemie gekommen. Da war natürlich hier alles geschlossen. Da war der Joe hier und dann hat er irgendwann gesagt, Alter, komm hier nach Pattaya, das ist brutal. Und ich hab gesagt so, okay, da hat er wollte die kommen. Dann hat er mir zu Weihnachten, zum Geburtstag Schuhe gekauft. Dann sagt er, du kriegst die Schuhe, aber du musst hierher kommen. Und dann bin ich hergekommen. Man kann sich hier überhaupt nicht beschweren, das ist das Geilste ever, ohne Witz. Das Geilste, wo ich seit langem war. Ja, echt? Ja. Das Problem ist wieder, wenn du zurückgehst, das sag ich dir. Wir werden halt auch eine schöne Apotheke auschecken. Oh, ja. Und ich glaube, das ist gestern falsch verstanden. Ich glaube, das verstanden, ich will irgendwas von der Apotheke haben, oder? Ja, schreibt mir das so, gell? Ich habe ihm letztens gesagt, dass ich ihm glaube, dass er natural ist, gell? Dann schreibt er mir das und dann habe ich ihm geschrieben so, hey du, Manuel, gell, egal was du mir sagst, keine Sorge, ich bin kein Pappnase, ich halte alles für mich, weißt du, wie man. Das Geist, du kannst ja einfach alles kaufen. Ich finde es nicht gut, aber die Sache zum Beispiel über die ganze Thematik, da wird halt wenig geredet, weil man nicht reden darüber darf. Hier darf man darüber reden, weil es ja nicht illegal ist, aber auch nicht legal ist, oder Grauzone. Aber hier, finde ich, sind deutlich mehr gebildetere Leute dahingehend. Also es sind auch deutlich ungebildeterin, aber hier gibt es ja öffentliche Seminare über die ganze Thematik. Das heißt, man kann sich relativ schon viel informieren, aber es ist relativ alles erhältlich, sage ich mal, in der Regel in der Apotheke. Also es gibt jetzt, ich wüsste jetzt nichts, was es nicht gibt. Und Freunde, jetzt nochmal wirklich zum letzten Mal, weil ich momentan mehrere Nachrichten in je bezüglich dem Thema Stoff bekomme. Wenn ich es tun würde, wäre ich eine Person, die zu 100% damit transparent umgeht. Momentan will ich das einfach nicht machen, weil es für mich nicht in Frage kommt und ich auch keinen Sinn darin sehe für mich. Und deswegen, Freunde, kann ich nicht mehr sagen, als dass ich natural bin, Freunde. Ob es jetzt manche glauben oder nicht, kann ich nicht ändern, Freunde. Ich kann nur sagen, was ich bin. Ich bin Eddie. Die ganzen Weiber, Alter, weißt du. Und wenn du eine Freundin hast, Alter, ich habe ja schon zwei so Teilfreundinnen gehabt, weißt du. Oh. Also die Thematik hier mit den Freundinnen ist auch echt wild, Freunde. Hau mir ab, Alter, das ist zu crazy. Ich bin seit Ewigkeiten hier schon Single eigentlich, so wirklich. Keine Ahnung, du gehst hier rein, sag mal, du bringst eine Freundin mit, Alter, ich schwör's dir. Die geht da rein und dann wie die Hyänen stürmen die auf die, da, weißt du. 50 Instagram-Anfragen, die scheißen da drauf. Und jede Frau, die meisten Frauen, die haben halt irgendjemanden, der halt meistens nicht hier wohnt und der, wo halt dann der Sugar Daddy ist. Gibt da eine Sugar Mama? Falls du eine Sugar Mama sein, Spaß. Weil du europäisches, westliches Aussehen hast, ja, und willst aufhören zu arbeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du herkommst und nach einer Sugar Mami Ausschau hältst, relativ hoch, dass du eine findest. Also ich hab damit nichts zu tun, gell? Ich sage euch das nur, wie es so abläuft hier. Und ganz wichtig, bevor wir ins Training starten, Freunde, noch mal eine wichtige Information. Und zwar momentan gibt's, ich hab das hier auf meinem Handy, auf 25% auf Bestseller bei ESN. Das heißt zum Beispiel hier auf den Crank Pump Pro, den ich mir jetzt vorm Training gönne. Wir haben es aber auch auf Designerway, auf Isoclear, auf Kreatin, Designer Flavor Powder, also Geschmackspulver, Athlete Stack, Omega 3 und so weiter. Das heißt, Freunde, unbedingt mal auf die ESN-Seite gehen mit Code Manuel. Wie gesagt, 25% auf Bestseller sparen. Genauso auch OAs, Freunde, wo ich immer meine Klamotten her habe. Könnt ihr auch mit Code Manuel maximal sparen. Das noch so kurz vorweg als kleine Empfehlung für euch, Freunde. Okay, Leute, erste Übung, die wir machen werden, wird Schrägbankdrücken sein. 2 Sätze. Das Gym ist ja ganz cool, gell? Aber wenn ihr denkt, dass das wirklich hammerstrange ist hier, dann täuscht sie euch. Nein! Da ist alles fake, weißt du? Du sagst es, ab und zu trainierst du, da ist der eine Griff ist hier und der andere ist hier und dann denkst du, ach du Scheiße. Rock,
Das Gute in Thailand, wie mir immer Leute fragen, warum bist du in Thailand? Die Sache ist, die Leute bewerten dich halt weniger für das, was du machst und wie du ausschaust. Das heißt, für viele Menschen, die vielleicht sich dahingehend beeinflussen lassen, negativ meistens, für die ist es einfacher, dass sie ihren eigenen Weg entwickeln, mehr Kreativität nach ihrem eigenen Individuum ausrichten, weil sie halt weniger das Gefühl haben, dass sie dafür gerichtet werden, was sie tun. Ohne dass ich jetzt hier viele Leute kenne, also ich meine, es fühlt sich alles ein bisschen entspannter und leichter an, ohne so verkrampft. Irgendwie anderer Vibe und anderes Feeling, so was Geiles irgendwie. Jetzt meine absolute Lieblingsübung, Butterflies. Ja. Weißt du auch? Ja, ja. Hat der Arnie schon immer gesagt, oder? Richtig. Man stretcht. Stretch it und flex it. Ich bin über 10 Jahre wie du. Wie alt bist du? 30. Denk mir mal, 11 Jahre älter. Schau ich aus wie 30 oder schau ich vielleicht aus wie 25 oder schau ich aus wie 35? Nein, ich finde, du schaust jünger aus. Echt? Jünger aus. Ich würde sagen, so 26. Hast du was gefrühstückt? Nee. Ja, nicht. Bin nicht so oft auf Lehrmann. Ich auch eigentlich. Ich mag's echt saugieren. Die Kohlenhydrate und alles, Leute, die ihr am Vortag esst, die werden so oder so in Use gesetzt im Training. So wichtig ist natürlich, dass ihr generell eure Ernährung stimmt und so und ihr genug Kohlenhydrate esst, genug Eiweiß und so weiter und dann werden die Trainings auch stimmen. So. Ja, ich glaube auch, dass bei vielen die Post-Pre-Workout-Mahlzeit ist ja bei früher immer so ein gedanklicher Aspekt. Weißt du, sagen, ich muss jetzt viel essen, damit ich Training im Kraft habe. Aber ich glaube, so eher das Ganze drumherum vorher bestimmt das Ganze schon. Ja. Also ich habe auch schon oft versucht, hier selber zu tun, macht einfach keinen Spaß nicht, weil du sparst dir wieder Kohle und brauchst die Zeit dafür. Ja. Sebastian meinte, sie haben schon die ganzen Leute hier so erzogen, dass sie jetzt wissen, wie sie das machen. Weil einfach, dass sie das Chicken braten können, Reis und das Gemüse und so. Ganz basic einfach. Normal mehr? Ich mache normal mehr, ja. Aber wenn ich mich ab und zu selber an der Brust nehme, dann weiß ich, dass ich ab und zu viel Volumen mache. Ja. Weil es halt ab und zu einfach Spaß macht, weißt du? Aber was ist das? Spaß ist halt das absolut Wichtigste, dass du das lange halt durchziehst. Auch deswegen sicher, es wird nicht immer Spaß machen und du wirst nicht immer die Motivation haben jeden Tag. Ein gewisser Spaßaspekt sollte halt schon dabei sein, so der Grundspaß so. Dann das andere ist halt die Disziplin, Leute, die euch halt Tag für Tag da durchzieht. Aber ich glaube, wir alle, wenn gehen ins Gym und wissen so, wofür wir es machen, haben so unser großes Ziel halt und an den Tagen, wo man halt keinen Bock hat manchmal oder keine Motivation, geht man halt trotzdem, weil man weiß, wofür man das Ganze macht, Freunde. Wie viel frisst du jetzt? Ich hab 7 Monate gehabt, da habe ich jetzt den If You Fit Your Macros und Zeugs gemacht, aber ich habe gewusst, okay, was muss ich zu welchem Zeitpunkt essen oder was sollte ich und habe dann aber immer relativ flexibel gegessen, ja. Also aber nicht meine fixen Meals. Ich habe einfach einen mentalen Abstand braucht von diesen strikten Bodybuilding-Leben. Und ich habe auch, weißt du, wenn du halt immer dasselbe isst, wenn du dich auf wenige Lebensmittel beschränkst, dann hast du immer diese Gefahr, dass du intolerant gegenüber Sachen wärst, die du halt nie isst. Weißt du, ich meine, schau mal, in Thailand, das ist krass, da gibt es ja keine Milchprodukte nicht wirklich. Verstehst du, da gibt es keinen Magerquark und so ein Zeugs oder Topfen, wie in Österreich sagt. So. Und dann habe ich halt einfach nie das gegessen. Da bin ich auf Deutschland zurückgekommen, vor allem war ich laktoseintolerant. Eine letzte. Oh. Pfeffert gut rein, oder? Oh, crazy. Man mit Hirn und Verstand trainieren. Er trainiert mit Hirn und Verstand. Mit viel Muskelgefühl. Wenn man halt immer nur herkommt und versucht, so schwer wie möglich und so weiter zu bringen, irgendwann, dass du dich ja verletzt, die Wahrscheinlichkeit ist halt recht groß. Man muss sich halt fragen, willst du Powerlifter sein oder willst du Bodybuilder sein? Du musst aber wissen, was ist dir wichtig? Also zum Beispiel, wenn du jetzt, keine Ahnung, du bist jetzt, halt, sagen wir mal, Urs zum Beispiel. Ich bin mir ziemlich sicher, Urs Kalitschinski. Ja, genau, ich kann den Namen mal nachspielen. Bei uns in Bayern hat sich jeder Hans Huber oder was sie waren. Keine Ahnung, der hat jetzt schon ein gewisses Zeitfenster in seiner Karriere, wo er all in gehen muss. Ja? Aber bei dem lohnt sich das Ganze ja. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, du bist ein Fitnesssportler, du wärst jetzt nicht auf die Mr. Olympia-Bühne gehen vielleicht, dann ist ja dein Ziel mit Sicherheit langfristig orientiert, die auszurichten, oder? Dass du halt, keine Ahnung, mit 40, 50 immer noch trainieren kannst. Mhm. Ja? Und da macht es natürlich schon Sinn, dass man diesen Ansatz verfolgt, weißt du, ich meine?
Und im Bodybuilding kommt es ja nicht darauf vor, dass du möglichst schwer hebst. Wichtig ist, den fucking Muskel zu treffen und aufzureizen. Ja. Über die Stoffthematik geredet, also dass du gesagt hast, was du überlegt hast. Ja, ja, zu 100%. Was zum Nehmen? Habe ich schon oft gesagt. Also ich glaube noch nie so heftig wie von August bis Dezember 2023. So in der Zeitperiode. Weil da wurde die Form auch immer besser, weil ich halt eine Diät gemacht habe. Dann habe ich mir so gedacht, vor allem im November, wo wir die Diät aufgehört haben und leicht in den Aufbau gestartet haben, was wäre jetzt, wenn ich einfach nur komplett leicht starten würde, was passieren würde. Weil jeder Körper springt anders drauf an, jeder entwickelt sich anders schnell. Ich hätte extrem Bock, muss ich einmal ehrlicherweise so sagen. Und wenn ich es machen würde, sage ich auch immer, würde ich komplett hundertprozentig transparent damit umgehen. Ja. Das glauben zwar die wenigsten wahrscheinlich so, aber wenn ich es wirklich machen würde, würde ich zu hundertprozentig transparent damit umgehen, weil ich finde, es gibt keinen Grund, das zu verheimlichen. Warum, wofür, es ist ja kein Grund, sich dafür zu schämen oder sonst was. Aber ich weiß nicht, bisher sage ich ehrlich, dass ich es nicht machen werde. Ich habe schon Schiss davor, sag ich dir, wie es ist. Also, ich würde es gut finden, wenn er es nicht macht. Okay. Ja, weil wenn er so ausschaut, wenn er sich sowas... Er schaut nicht umsonst so aus, der schaut jetzt so aus, weil er sich Arbeit hat. Und wenn er jetzt nicht unbedingt sagt, er will der nächste Mr. Olympia werden, das ist ein absoluter Lebenstraum, dann würde ich es nicht machen. Wie lange machst du jetzt schon? Das erste Mal mit 25,5. Aber ich habe meine ersten 5 Wettkämpfe sauber gemacht. Stark. Das war mein eigener Anspruch an mich selber. Ich habe mit dem Gedanken extrem gespielt vor meinem ersten Wettkampf. Und habe dann die ersten 5 Wettkämpfe sauber gemacht, weil ich selber wissen will, wie schaue ich den überhaupt aus sauber. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, wenn man den Schritt macht, dass man halt eben zu 100% die Faktoren, die halt aktiv zu beeinflussen sind, stimmen, wie Training, Ernährung, also im großen Maße so. Weil wenn du jetzt jeden Tag nur Scheiße frisst, zu McDonald's gehst, einmal die Woche trainierst, nicht weißt, wie es ist, ans Limit zu trainieren oder Gas zu geben und dir dann ballerst, erstens wirst du niemals das rausholen, was du rausholen könntest. Und zweitens, die Basics müssen meiner Meinung nach sitzen, wenn man so einen Riesenschritt geht. Wahrscheinlich folgen viele Leute in deinem Alter dir, wo ich sage, Alter, schaut euch das an und versucht einfach das auf der naturalen Basis zu erreichen. Das ist doch einfach geil. Stell dir mal vor, du schaust so aus wie ihr und die Leute denken, du nimmst was und nimmst aber nichts. Ja. Wie geil ist denn das? Das habe ich damals auch gehabt. Das ist doch voll geil, Alter. Stell dir mal das vor, Alter. Und dann vergisst du nie, wenn du einmal diese Scheiße anfängst, ich möchte den Scheiß sagen, aber wenn du einmal diese Scheiße anfängst, dann wirst du wahrscheinlich euer Leben lang daran gebunden sein, vermutlich. Ja. Verstehst du, wie man? Damit musst du erst einmal klarkommen. 44, 46, 47, 48, 49, 50. Oh. Ja, wir gehen mal auf. Yes, Stefan. Daran. Geht noch ein bisschen. Ab und zu habe ich ein paar Klienten aus Österreich und dann schreiben die so, was ist denn ein Magerquark? Und ich so, Magerquark ist ja der Magerquark. Ist das ein Topfen? Ich so, ja. Topfen? Was zur Hölle ist ein verdammter Topfen? Ich sage jetzt auch mittlerweile, wenn ich mir schon so angewohnt habe, immer Quark. So klein. Ja, Pony, aber ich mag Tätowiere, ja. Ich mag Tätowiere, glaube ich schon. Ja, hat schon was, muss ich sagen. Wenn es so einen ganzen Arm voll tätowiert, dann finde ich schon geil. Oder manchmal auch so am Rücken oder so schnitt. Pony hat schon was. Ich weiß nicht, also ich bin relativ anständiger Bursche, okay? Aber wenn du in Pattaya eine Frau kennenlernst und mit der etwas inniger wirst, dann mache ich das schon immer so, dass ich mit der zum Labor fahre und lass auf Geschlechtskrankheiten testen. Ist berechtigt. Oder? Ist doch berechtigt. Also kann man mir doch auch nicht vorwerfen, vor allem hier, glaube ich, ist es berechtigt. Und ich meine, ich habe immer gesagt, meine Ex-Freundin eine Diskussion gehabt, die haben gesagt, also sei doch froh, ich zahle dir gerade einen kompletten Test für Geschlechtskrankheiten, du hast du schon nie gemacht, weil die sind nicht so günstig. Dann bist du auf der sicheren Seite. Ist schon mal was Positives draufgegeben, gell? Aber ich bin aber, also nicht, dass ihr jetzt einen falschen Eindruck von mir habt, aber ich würde das wahrscheinlich keinen Deutschland machen. Bei gewissen Kandidaten safe, Kandidatinnen besser, ich sage. Weil der Joe da mit der Joe, wie da bist du drauf gekommen, Joe hat das gemacht. Und ich hab gesagt, okay, ist eigentlich gar nicht so blöd, gell? Deswegen hat er sicher Seiten. Aber ja, ist ja nichts Verwerfliches, oder? Würde ich mal sagen. Vor allem hier im Pattaya. Ganze Frauen trainieren ja auf jeden Fall fleißig gut, die muss man schon sagen. Wenn du mal eine thailändische Frau
Das soll jetzt gar nicht abwertend sein, um Gottes Willen. Wenn du genauer analysierst, dann haben die wenigsten thailändischen Frauen ein breites Hüftbecken. Also das heißt, die müssen den Arsch trainieren, weil sonst ist ja die Seiten flach und die Rückansicht flach. Russische Frauen sind da anders gesegnet. Weißt du, ich feiere den russischen Akzent. Russisch-ukrainisch, wenn die Englisch reden, das ist schon... Das ist irgendwie antörnend. Das ist so bestimmend. Aber das Problem ist auch, die sind oft nicht wirklich bestimmend. Also ich habe eine Ex-Freundin gehabt, die ist Russin gewesen. Ja, das war schon kein einfaches Leben für mich. War eine harte Schule. Sebastians letzte Worte vom Training. Hat dir gefallen? War gut? Hat mir gefallen. Taugt mir. Ja. Lasst irgendwie was kommentiert, liked. Zeit es mit der Mutter, mit der Vater. Man macht immer einen Haufen Arbeit, weißt du? Das ist so, dass das von leichter Hand geht. Wir sind hier nicht in Thailand, Freunde, um nur zu chillen oder irgendwas zu machen. Und wenn er, keine Ahnung, in Österreich immer vom selben Flotz filmen hat, dann wird es wahrscheinlich langweilig werden. Ja. Also, so ist das. Habe die Ehre, bis später. Bis später. Okay, meine Lieben. Wir haben es nach dem Training, beziehungsweise etwas später schon. Wir stehen jetzt hier vor der Apotheke. Hier gibt es ohne Witz gefühlt alles, wie zum Beispiel in Mexiko, in der Apotheke zu kaufen. Wie zum Beispiel Testo und ich weiß nicht, was alles noch, weil ich bin ja kein Profi auf dem Gebiet. Und ich wollte euch das jetzt einfach mal zeigen. Wir werden das jetzt undercover filmen. Ich werde in die Apotheke reingehen und Stoff kaufen, Freunde. I need testosterone check. In the front. In the ampoule, I need like the testosterone and the injection. You have it here? In this one, I have this one. And testosterone? This one, no, no. You don't want this one. You need to order? Yeah. Okay. How many you want? And you when want when does it arrive? When I order? From three days. I show you. Yeah. And how much is it? 250 milligrams? 290. You mean this one, right? This one? 290. This one, okay. How many you want? Ich erkläre das jetzt ganz kurz. Ich bin da reingegangen, ihr habt das gesehen, man muss das bestellen. Also das ist insane. Man geht da wirklich rein, bestellt das einfach wie eine normale Scheiße. Und der gute Kollege hier nebenan hat mir gerade gesagt, dass das, was die uns draufgelegt haben, dieses, wie das jetzt heißt. Ich kenne mich damit nicht aus. Masteron oder so, Freunde, war das da. Und das noch härter ist oder sowas. Das kriegt man da einfach, ihr habt das gesehen, in der Apotheke, Freunde. Und nein, das ist nicht der Grund, warum ich in Thailand bin. Ich will euch das einfach nur zeigen, so. Letzten Worte von dir? Ja, was soll ich da sagen, oder? Na schon. Ja, ist jetzt so. Mein Gott, ist jetzt so in Thailand, gell? Man muss, jeder ist ja für sich selbst verantwortlich, oder? Wie er damit umgeht mit der ganzen Sache. Also ich bin definitiv auch nicht hier, falls jemand von euch das meint. Ich bin definitiv nicht deswegen hier. Ich wollte euch das jetzt zeigen, Freunde, aufklärungstechnisch, damit ihr seht, wie unterschiedlich die ganzen Länder sind. Das ist heftig. Ich weiß nicht, ob es erschreckend ist oder nicht. Macht euch euer eigenes Bild. Ich wollte euch das einfach so ein bisschen aufklärungstechnisch zeigen, Freunde, wie leicht das ist wirklich. Aber ja, das war's mit dem Video, Freunde. Ein wildes Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Freunde. Lasst uns gerne wissen, wie es gefallen hat. Kommentar schreiben, Like da lassen, Abo da lassen. Hab euch alle lieb. Peace out. Sehen uns. Ihr, ja. Ciao, ciao.